Genau das wollte ich auch sagen. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor verschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Na, gut, dass ich tot bin. Und damit herzlich willkommen zu Shadow of Mordor. Ist ein etwas älteres Spiel, aber es verkraftet meine CPU viel, viel besser, weil das hauptsächlich meinen Grafikkartenspeicher anspricht. Juhu! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir heilt der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Na dann, was muss ich tun, Konter? Ja. Sagt er mir sogar. Du musst schon zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Hart genug? Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Haye. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Halte Linksshift gedrückt, tippe für die Hinrichtung. Okay. Werf dir meine Klinge in den Hals ran! Dir heil! Denk an deine Ausbildung! Naja, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ah, so. Halte durch, dir heil! Warum kann ich auch greifen? Du bist nichts gegen uns! Hä? Ich hab dich schnell genug, Vater! Denk daran so! Weit ausholen und tief zuschauen! Ja, und was mache ich dann hier mit Shift gehen hier? Ah ja, ich verstehe. Das ist übrigens keine Gewalt, es ist Fantasy und es sind Pixel. Ich möchte es nur noch mal erwähnen. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Nun geh schon. Wir sind also nicht tot. Oder wir sind tot, aber verstoßen worden vom Tod. Flashback.
Ja, mit Blümskes. Okay. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Auf deinem Weg begleitet dich die Liebe deiner Frau. Ah! Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Lass uns gehen! Ihr stinkt ohnehin am Tag. Ja, toter Tag. Köstlich. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Na toll. Au. Die schwarze Hand will ihn lebendig. Nimm sie mit. Diese bösen Orks. Vater, seh mich an. Ich bin bei dir, mein Sohn. Kurama Schirkusch Akar. Tabakuris. Eore. Eore. Wir werden zusammen sein, Geliebter. Bald. Für immer. Ja, Spiel vorbei. Komm zurück zu mir, Elbenherr. Was ist das für ein Ort? Sieh dich ruhig um. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Auf uns treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Da. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Schwarz, Dampf! Komm, Schwarz!
Ja, ich hoffe, ich muss das jetzt hier nicht rausschneiden wegen dem Sound. Ich habe eigentlich die Musik aus. Das kommt mir bekannt vor. Mir nicht. Talion tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten auslieferst, werde ich auch sagen, Askon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Mhm. Ja, nochmal herzlich willkommen. Das war natürlich alles irgendwie der Vorspann plus Tutorial. Und ja, wir sind vom Tod verstoßen. Was das jetzt genau bedeutet, mal schauen. Linksteuerung. Ja, nein, machen wir mal. Bam. So, das Erneuern von Schmiedetürmen schaltet die Erinnerung des Geistes frei. Alles klar. Ich habe mir sagen lassen, es ist ein bisschen so wie Assassin's Creed, jedenfalls dem nachgeahmt. Finde ich eigentlich, eigentlich perfekt. Ich mochte Assassin's Creed. Das Ganze im Herr der Ringe Universum. Komisch, dass mir das entgangen ist. Das holen wir jetzt nach. So, dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke frei auf der Karte und du erhältst zusätzlich auch Mirian, was auch immer Mirian ist. Und hier haben wir jetzt anscheinend verschiedene Quests, denke ich. Alte Leertaste gedrückt und bewege dich nach vorne. Wir sind ja vom Vorsprung herab zu springen. Ja, okay. Da ich keine andere Wahl habe. Nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Ja, mal so einen am Narchost übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Echt? Fernkampfmodus. Was für deine Taten leid! Upsala. Hol ich gleich nach. Hä, was hat er jetzt? Eine dickere Waffe gezogen oder was? So, dies sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schemen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drücke Leertaste, um die Identität dieses Hauptmanns zu lernen. So, Gimups Identität haben wir erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel, der Sklaventreiber, verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Altgediente Hauptmann, Macht 5. Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen erhalten Runen. Enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene P-Macht.
wodurch du neue Fähigkeitsstufen freischalten kannst, okay? Ziel befindet sich hier, ist der Hauptauftrag, der Zielmarker auf der Karte zeigt dir an, wo du diesen Hauptmann finden kannst, okay? Drücke Leertaste, um dein Ziel zu markieren. Bam. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Okay. Was ich mich jetzt frage, ist hat dieser Typ mich jetzt, benutzt er mich? Einführung, Aufträge, goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort, rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern. Blumen P-Macht, um neu irgendwas freizuschalten, das ist immer gut. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammlungsstücke. Die stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung, der Sklaventreiber und der Geist von Mordor. Gut. Ich denke, wir kümmern uns aber einfach um den... Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Als ein Trick hält sich der Waldläufer wohl für was Besonderes. Das bin ich. Oh, verdammt, schade. Das passt leider nicht genau. Wurde Zeit, dass wir neue Waffen bekommen. Jetzt brauchen wir nur noch was, um sie auszuprobieren. Das ist ein Mensch. Würmer geben, geben was? Das ist unsere Chance. Hä? Was ist was unsere Chance? Ich check's nicht. So, kann ich was mit dem machen? Welcher Sklave? Was? Wie? Wo? Ich glaube, mir entgeht eine ganze Menge. Wasser riecht heute besonders ranzig. Was haben die damit gemacht? Ich glaube, sie haben es flussabwärts der Latrinen. Einführung, Achtsamkeit. Das Symbol über, über dem Kopf eines Uruks zeigt seine Achtsamkeit an. Bedeutet, dass ein Uruk etwas Auffälliges untersucht und bedeutet, dass ein Uruk dich entdeckt hat. Halte links Shift gedrückt, um zu schleichen und den vor dir verursachten Lärm zu verringern. Warum kann ich nicht mehr schießen? Alles, wovon ich träume, ist meine geliebte Finruin. In jedem Schatten erkenne ich ihre Gestalt, in jeder Wolke ihr Gesicht. Zumindest in der Nähe gedrückt halten, dann kann ich Elben. Dann halten sie dich am Leben. Geschosse zehren. Kann ich das auch bei dem? Ja. Was auch immer es war, es hat wohl Angst vor mir. Ach, egal. Hallo? Deine Art ist am Ende. Das Ende der Menschen. Und du merkst es nicht einmal. Finde ich sehr cool. Zeit zum Morgen. Weg mit dir, du Nicknutz. Oops.
Das jetzt noch mal? Von dir, die Schlachtung zu überleben. Hörtest du ihre Schreie in der Nacht? Hast du ihr Blut gerochen in deinen Träumen? Ja! Versuch's doch noch mal! Beiß ihn! Dies wird ein leichtes Spiel sein. Sollten wir vielleicht gleich mit der Folter anfangen? Wie geil ist das denn, ey? Jetzt drei Bosse oder was? Das ist Schwachsinn! Beim nächsten Mal kriege ich meine Rache! Ja. Lasst uns diesen Tag vier teilen! Leider! Du bist zu schwach! Nie und nimmer! Hast du die Lektion schon wieder vergessen? Lehrt das im Duft. Wir sehen uns wieder, Menschlein, wenn die Zeit gekommen ist. Das nichts bringt? Du bist ein... Das wird dir nie gelingen! Waldläufer! Hast du Schmerzen, Made? Kein Problem, ich kann sie dir nehmen. Ja, ist ja gut. Ist das der Nächste? Hey. Ja, oh, das ist der Nächste. Du solltest dich glücklich schätzen, dass es mir damals langweilig wurde. Dieses Mal werde ich nicht so schnell das Interesse verlieren. Ach, das ist nochmal derselbe, oder was? Dräng ihn zurück! Ich glaube, mir geht's nicht mehr so gut. Bewege das Symbol in den Kreis hinein und drücke dann die angezeigte Taste, um einen Konter... Okay. Okay, und jetzt bin ich weg. Wenn du tot bist, werden wir dein Fleisch. Shit. Ich hoffe, wir haben etwas Zeit für uns. Wenn du tot bist. Naja, aber ich habe mir sagen lassen, sterben ist gar nicht mal so schlecht. Er steigt nämlich dadurch an P-Macht. Ja, genau. Und das passiert nämlich, kann man nämlich dadurch machen, dass man stirbt. Man kann bestimmte Leute pushen. Das soll auch irgendwas, also, was das jetzt genau alles bringt. Naja, wir gehen jetzt mal raus und gucken. Wir sind ja tot. Wir können ja eigentlich nicht sterben. Was sind oder? Diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflexionen des Lichts der beiden Bäume und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Na dann. Gut, damit machen wir erstmal Feierabend für heute mit der ersten Folge. Und ja, ich muss mal gucken, ich werde mich vielleicht ein bisschen weiter informieren, was das bringt, wie man das mit diesen Hauptmännern macht. Und Schleichen ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also vielleicht sollte ich nicht irgendwie direkt Amok schieben, sondern mal, ja,
bisschen schleichen. Das war es erstmal von mir. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.